So, jetzt bei vorn. Wir haben dieses Jahr alles neu gebracht. Wir gehen mal gemeinsam durch. Wir haben den Bullitt V2, Mega-Loop-Machine, perfekt, um das King of the Air zu gewinnen oder sich dafür zu qualifizieren zuerst. Den Bandit S4. Bandit S4 jetzt, wie es der Name sagt, in der vierten Generation, perfekt für Strapless Freestyle Wave. Geblieben und noch besser geworden, der Bandit in der 16. Generation. Einer für alles. Ob du Freerider bist oder Big Air gehst. Und jetzt aber, ganz speziell für die, die richtig hoch rauskommen wollen und dort das, den besten Board of Deadman zeigen wollen, der neue Trigger. So, was haben wir noch Neues? Wir haben euch ein neues Board mitgebracht, das F1 Tweak. Speziell eigentlich für die Nord- und Ostsee entwickelt, könnte man sagen. Ist die Welle nicht ganz perfekt, das Board schafft es. Im Prinzip sind wir kürzer geworden, etwas breiter, spielerischer, um jetzt langsamere Wellen auch damit fahren zu können. Das gesamte Sortiment haben wir auch etwas überarbeitet. Magnet Strapless Freestyle, das MeToo Pro Flex für die schnellere Welle. Und in weiterer Folge euch noch die Twin Tips vom Design überarbeitet und auch technisch optimiert. Manera bringt ein neues Produkt, das Manera Halo. Das Halo hat den Vorteil, dass wir hier eine Hartschale mit weichem Kern haben. Wir haben all die Vorteile einer Hartschale, steifes Gerüst, aber es passt sich dem Körper an, dadurch, dass der Innenteil weich ist. Dazu kommt noch, dass wir dieses Trapez in allen seinen Einzelteilen austauschen können. Nachhaltigkeit und länger Freude mit einem Trapez.